Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Qigong mit den 6 inneren Übungen. Erste Übung. Wir stehen mit Füßen zusammen, heben die Arme seitlich nach vorn, formen mit den Händen ein Dreieck. Die Finger berühren sich dabei nicht. Und wir drehen aus dem Becken den Körper von einer Seite zur anderen. Der Winkel ist von der Mitte aus gesehen etwa 40 bis 45 Grad zu beiden Seiten. Also nicht den Körper überdrehen und die Drehung aus dem Becken heraus ausführen. Der Blick geht durch das Sanddreieck. Wir atmen ein, wenn wir uns zur Seite drehen, aus, zurück zur Mitte und wieder ein, zur Seite drehen. Einatmen, Spannung aufbauen, Spannung lösen, ausatmen, Spannung aufbauen, einatmen. Wir beenden dann die Übung, beruhigen das Qi und gehen in die nächste Übung, den Funktionskreis des Herzens stärken. Dazu nehmen wir den schulterbreiten Stand ein, Füße parallel zueinander, Knie leicht gebeugt, aufrechte Haltung. Wir heben seitlich die Arme. Erster Teil der Übung, die Handgelenke nach oben und nach unten beugen. Fingerspitzen nach oben einatmen, Fingerspitze nach unten ausatmen. Dabei darauf achten, auf den Stand. Scheitelpunkt zieht leicht nach oben. Steißbeinpunkt zieht leicht nach unten. Dabei wird unsere Wirbelsäule geöffnet und frei für den Fluss von Qi von unten nach oben und von oben nach unten. Wir beenden den ersten Teil der Übung, senken die Arme und gehen zum zweiten Teil über der Übung. Herz und Seele öffnen, die Arme nach vorn heben, zur Seite öffnen, wieder auf Schulterbreite zusammenbringen und absenken. Dabei in den Knien einsinken, leicht nach oben gehen, strecken, öffnen. Wieder nach vorne bringen und absenken und dabei wieder in die Knie gehen. Wieder nach oben leicht strecken, sodass eine Pumpbewegung im Körper besteht, die Venenpumpe aktivieren. Also leichtes Einbeugen, nach oben leicht strecken. Dabei nach oben einatmen. Und nach unten ausatmen. Herz und Seele öffnen. Und immer dabei achten, dass beim Senken der Arme man leicht in die Knie geht, beim Heben leicht strecken, aber nicht überstrecken.
Wir beenden die Übung und beruhigen das Qi. Nächste Übung, den Funktionskreis der Lunge stärken. Dazu die Arme seitlich heben und dann zu einer Seite über Kreuz schwingen. Ein Arm vorn und einer auf der Rückseite. Wenn der linke Arm nach rechts schwingt, schwingt der rechte hinten nach links. Also immer entgegengesetzt. Dabei einatmen beim Schwingen, nach oben schwingen, ausatmen. Ein, aus, ein, aus. Dabei den Körper etwas verlagern, mit dem Schwingen leicht gebeugt bleiben in den Knien und das Becken dreht sich immer etwas mit. Die Übung beenden und das Qi beruhigen. Wir gehen in die nächste Übung. Den Funktionskreis der Leber stärken. Schulterbreiter Stand bleibt, die Arme nach vorne heben, nach vorne wegschieben und fallen lassen. Ran, vor, durchschwingen. Ran, vor, durchschwingen. Schön weit nach hinten durchschwingen. Dabei in den Knien mitgehen, mitfedern. Den Oberkörper bitte aufrecht lassen, nicht den Rücken beugen. Und schön durchatmen. Einatmen, ran, vor, runter, ausatmen. Entrümpelt den Körper und den Geist von dem, was ihr nicht braucht und nicht wollt. Die Übung kann auch ruhig etwas schneller und dynamischer gemacht werden. Ganz nach Belieben. Die Übung beenden und das Qi beruhigen. Wir gehen in die nächste Übung, den Funktionskreis der Niere stärken. Dazu drehe ich mich um, den rechten Arm auf das linke Nierenlager legen und mit dem linken Arm dann nach rechts das Wasser schöpfen. Stellt euch vor, ihr greift ins Wasser und bewegt das zur anderen Seite. Dabei die Knie mit beugen. Wenn es möglich ist, richtig schön runtergehen. Wer Probleme im Rücken hat, kann natürlich gerader stehen. Immer von links nach außen und nach rechts gehen. Wir wechseln die Seite. Der linke Arm dann nach hinten und mit dem rechten Arm schöpfen. Wieder nach rechts außen und dann nach links das Wasser bewegen. Dabei ruhig atmen, nach unten aus und dann wieder nach oben schwingen, einatmen. Den Arm zum Schwingen nicht so hoch heben, sodass er etwa auf Gesichtshöhe an dir vorbeizieht. Immer nach außen schwingen und nicht umgekehrt. So wie ich es jetzt gemacht habe, ist es nicht gut. Und nun das Ganze nochmal in der Frontansicht. Zu beiden Seiten mit dem Wechsel. Schaut euch das in Ruhe an und macht mit.
Wir beenden die Übung, stellen die Beine wieder zusammen und beruhigen das Qi. Und gehen in die letzte Übung, die aus drei Teilen besteht, den Dreifacherwärmer regulieren. Dazu die Hände wie eine Schale vor dem Bauch formen, die Fersen heben und die Hände heben, bis etwa auf Herzhöhe und wieder nach unten absenken. Fersen heben, Hände heben, einatmen, nach unten ausatmen. Beim zweiten Teil der Übung heben wir wieder die Hände an, bringen die Arme nach vorn und seitlich wieder nach unten. Fersen heben, Hände heben, nach vorn und wieder nach unten. Atmung nach oben ein und nach unten wieder aus. Beim dritten Teil der Übung heben wir die Fersen und die Arme nach oben auseinander und wieder nach unten. Und nun verbinden wir die drei Elemente zu einer Übung. Also wir beginnen wieder mit der ersten. Hände heben, Fersen heben, senken. Zweiter Teil. Arme heben, nach vorn, zur Seite, nach unten. Und der dritte Teil von unten nach oben, Himmel und Erde verbinden. Und das in der Abfolge, so oft wie ihr das mögt. Wir machen das hier so etwa 5-mal am Stück. Wir beenden dann den Dreifacherwärmer, gehen in den schulterbreiten Stand und beruhigen das Qi. Dann legen wir die Hände auf das untere Energiezentrum. Es ist egal, welche Hand jetzt oben und unten ist, das ist in diesem Falle uninteressant. Achtet auf eure Haltung, Knie leicht gebeugt, aufrechter Körper. Scheitelpunkt zieht nach oben, Steißbeinpunkt zieht nach unten. Atmet in den Bauch und genießt einfach die Zeit. Das Qi beruhigen, abschließen. Das waren unsere 6 inneren Übungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet aus meinem Video einiges für euch herausziehen und üben. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und Zuschauen. Gerne könnt ihr mir auch eure Kommentare dazu geben, schreiben. Oder wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Seid gegrüßt. Bis zum nächsten Mal.